Push-Pull. So, Push-Pull. Alles klar. Okay, dann will er zwar den Cobblestone auch noch massakrieren, aber na gut, ist okay. Das war eigentlich doof. Dann komm nach vorne. Dann oben machst du nur Pull und hier vorne machst du Push. So. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So. Mehr Eisen. So, und mehr Erze natürlich. Ich brauche hier auf jeden Fall, dass wir jede Menge Eisen machen. Ein bisschen Zinn. Keine Ahnung, was ich alles brauchen werde. Kupfer natürlich. Hier ein bisschen mehr Kupfer. Ein bisschen Osmium. Da muss ich echt weit weg, um das zu holen. Kann ich das hier anzeigen? Nee, kann ich nicht. Schade. Aber kann ich euch gleich gerne mal zeigen. So. Okay, ich könnte jetzt hier mal. So, einfach mal so ein Stack von dem Zeug machen. Tja. Wenn das hier schön verarbeitet wird. Warte mal, ich warte mal gerade auf die 32. Ah, ja, noch Zinn dazu, das ist schön. Dann kommen 32. Hopp, danke. So. Ich gehe euch mal gerade zeigen, was ich denn getan habe. Überhaupt. Ich musste ja Osmium in neu generierter Map suchen. Ne? Neu generiert war ja hier das Dorf. Also quasi hier hinten in der Ecke. Ja, das habe ich gemacht. Und zwar bin ich ja unterirdisch hin. Ich gehe mal ganz kurz runter hier. So, und zwar habe ich mich in die Richtung gerudelt. Hier, da lang, da lang. Hier war so eine schöne Höhle. Und bis hierhin habe ich mich gebuddelt. Mit diesem albernen Steinhammer. Ich dachte, das macht eigentlich gar keinen Spaß. Deshalb will ich jetzt in dieser Aufnahme mindestens den Bohrer hinkriegen, damit ich wenigstens damit weiter minen gehen kann. Das ist sonst eine richtige Zumutung. Schauen wir mal, ne? So. Canola. Vielleicht kriegen wir da auch noch eine Energieversorgung irgendwie gebacken. Da rein, da rein, da rein, da rein. So. Jetzt haben wir hier wieder 32. Wieder 16 da drauf und 16 da drauf. Perfekt. Okay, damit lässt sich auch schon mal ein bisschen was anfangen. Also, Energizer, Energizer halt. Ja, wir brauchen ein Eisencasing. Sollte vielleicht mal hier dran gehen. Ein Eisencasing. Ja, dann brauchen wir die Keul. Mal ein paar mehr. Paar Goldnuggets. Zwei davon.
Und schon haben wir einen Energizer. Den packe ich jetzt nicht einfach mal hier oben drauf. Wunderbar, kriegt auch Saft. Ich kümmere jetzt auch nicht mal den Kohlegenerator hier ran. So. Okay, hat noch ein bisschen Kohle drin. Der ja auch. Sehr schön. Blöcke weg. So, was brauchen wir noch? Den Drill natürlich. Was nehmen wir da? Wir wollten ja den da machen, genau. Okay, wir brauchen hier drei von den Diamanten. Drei Eisenblöcke. 4, 5, 6, 7 Oh, 7 Eisenblöcke. Sind ja wahnsinnig. 7 Eisenblöcke. Okay, machen wir mal. Gucken wir mal, ob wir die zusammenkriegen. Da drauf, 16 da drauf, aber 8 mehr hier drauf. Na komm, na los. Ja, danke. Und noch mal 8 hier drauf. Oha. So. Okay, wie viele Blöcke habe ich gesagt? 7, ne? 7, gucken wir mal, ob wir 7 Blöcke hinkriegen. Ja, wenn ich ein Stack habe, dann dürfte das reichen. Ja, einen ganzen Stack Eisen hier, Wahnsinn. Der da ist das, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Sind jetzt noch 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Kriegen wir hin. Okay, wollen wir erstmal das Eisen umwandeln hier. Zack. Na komm. Vielen Dank. So, dann wo ist er? Da ist er. Den da. Sehr schön. Ah ja, die Diamanten habe ich ganz vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich meine, ich brauche die auch noch. Vom Block Eisen mache ich, glaube ich, auch noch mal extra mit. Ich guck mal. Also du und du. Vielen Dank. So. Ne, nicht da oben reinlegen. So, der Drill. Cool. Wir haben einen Drill. So, der kann so Upgrades vertragen. Hier ein 3. Also Mining-Argument, damit er 3x3 macht. 3x3, ja, genau. Habe ich da jetzt richtig gelegen, was ich brauche? Nochmal so eine Basic Coil. Jawohl. Okay. Dann. Irgendwann hätte ich gerne noch das Glück upgrade, aber das können wir noch nicht tun. Glück 1. Nicht wirklich. Speed. Ja, okay. Speed 1 könnten wir vielleicht noch reinhauen. Aber. Warte mal, Speed 1 machen wir vielleicht auch. Habe ich denn irgendwo
Ja, Zuckerrohrmangel. Da hätte ich öfters mal farmen können, aber ich habe es dann irgendwie verschwitzt. Okay, hier brauche ich 4 Zucker. 4 Zucker. Cool, Speed 1 Upgrade. Jetzt will ich noch. Ich brauche noch mehr Eisen. Acht hier und acht hier. So, denn ich will eine Doppel-T natürlich. Hier so eine Batterie für den Bohrer will ich auch noch. 1, 2, 3, 4, 5. Was kostet denn hier diese Doppelbatterie? Die können wir uns auch noch leisten. Ich will jetzt mal das Single machen. Das heißt, erstmal zwei davon. Zwei davon. Und die muss ich dann hier zu Gold machen. Jetzt habe ich keine Goldnuggets mehr. Doch, aber nicht genug. Okay. So. Das heißt, ich brauche jetzt noch mal 9 Eisen. Da kann ich auch gleich einen Block nehmen. Und den hier hinschmeißen. Na komm. Put, put. Vielen Dank. Da könnte ich mal wieder Kohle. Spruce Wood. So. Ja, generell könnte ich mehr Kohle brauchen. Den machen wir gerade mal voll. Achso, und da legen wir auch nochmal nach. Sehr schön. Du brennst, du bist am Schuften. Du bist auch noch nicht ganz voll aufgeladen. Okay, wir machen erstmal die Batterie. Single-Batterie. Achso. Eine Single-Batterie. Ich weiß nicht, Double ist wahrscheinlich übertrieben, aber ich bin mach's einfach, weil ich es kann. So. Das heißt, die irgendwie aufzuladen. Ja. Wie viel passt da rein? 500.000. Da passt rein. Da könnten ruhig Punkte dazwischen sein. Wahrscheinlich geht das aber nicht. 2 Millionen. Ja, gut, bis die voll ist, das wird eine Weile dauern. Aber immerhin, das müssen wir ja jetzt nicht zusammentun. Ja, gut. Du musst jetzt hier das rein und das rein. Ja, Batterie ist leer. Dann keine Batterie hier reintun. Okay, der Duell ist schön. Jetzt kann ich damit viel besser minen gehen. Und auch vielleicht hier noch ein bisschen begradigen und so ein Kram. Huch. Wunderbar. Ja, mal ordentlich rein, schön. Das gefällt doch. Cool. So. Jetzt kann ich mal wesentlich besser minen. Ich habe einen Rucksack, da kann ich noch besser minen, weil ich dann überschüssigen Zeug da rein tun kann. So, perfekt. Das hat schon mal meine Off-Kamera-Arbeit ein bisschen vereinfacht. Also, sag mal, total vereinfacht. Die Batterie kann hier nur alle Ruhe aufladen. Das wird natürlich ewig dauern mit nur einem Kohlengenerator, der hier nur 30 RF liefert. Das stört mich jetzt aber im Grunde erstmal nicht.